Ja, ganz herzlichen Dank für die nette Begrüßung, für die Einladung überhaupt. Ich habe jetzt heute ausnahmsweise mal einen Vortrag, wo nicht explizit der synodale Weg in Deutschland vorkommt. Aber es ist völlig richtig, das, was ich mitgebracht habe, tangiert genau die Thematik, die dann in diesem Clash bei der Ablehnung des Grundtextes des vierten Synodalforums, der sich dort ausgetragen hat, wovon Ingrid Fischer gerade gesprochen hat. Ich habe meinen Vortrag heute ein bisschen umständlich formuliert, wie KatholikInnen lieben können sollen. Da ist für meine Begriffe im Grunde die ganze Problematik mit drin. Es wird mir darum gehen, wie in offizieller katholischer Lehre Ehe bestimmt wird, wie dort Geschlechteranthropologie und daraus folgend Sexualethik bestimmt wird und was dort an Potenzial vielleicht noch nicht aufgerufen ist. Die Bilder, die sprechen, glaube ich, für sich, vielleicht zur Erklärung. Unten rechts ist das Titelcover eines Buches, das ich zum Thema geschrieben habe. Dieses Buch heißt Beziehungsweise Theologie der Ehe, Partnerschaft und Familie. Und da können Sie im Grunde alles in Buchstabenform nachlesen, was ich auch heute Ihnen mitgebracht habe. Ich will vier Punkte im Grunde ansprechen in unterschiedlicher Länge. Ich möchte zunächst schildern, wie sieht denn katholische Ehetheologie im 20. und 21. Jahrhundert aus? Das klingt jetzt sehr, sehr umfassend. Dabei werde ich mich konzentrieren auf eine Passage aus Gaudium et Spes, also dem Zweiten Vatikanischen Konzil, und dann auf eine Weiterführung, leichte Differenzierung dessen, was in Amoris Laetitia zu lesen ist, also dem nachapostolischen synodalen Schreiben, das im Nachgang der beiden Familiensynoden 2014 und 15 erschienen ist. Also das Schreiben 2016, die Synoden waren 14 und 15. Und dann will ich auf ein paar biblische Stellen eingehen, die ganz, ganz häufig herangezogen werden, um diese katholische Ehetheologie zu begründen und biblisch grundzulegen. Und wir werden bei allen diesen biblischen Referenzen sehen, das wird dann auf den dritten Punkt hinüberleiten, dass man sie natürlich so oder so interpretieren kann und dass eine bestimmte Interpretationsweise, wie sie dann im Pontifikat von Johannes Paul II. Besonders forciert worden ist, zu einer bestimmten Sexualethik, zu einer bestimmten Ehetheologie führt, dass man es aber auch durchaus anders sehen könnte. Und wenn man diese Interpretation in einer anderen Form vornimmt, sich dann auch Rückfragen stellen an die geltende Ehelehre und Perspektiven öffnen, insbesondere im Hinblick auf queere Sexualität und Partnerschaft. Das ist so das Programm. Ich habe mir vorgenommen, ungefähr eine knappe Stunde zu sprechen. Ich habe eine Uhr hier neben mir liegen. Ich hoffe, dass ich das auch gut einholen kann. Starten wir mit dem Stand der Ehetheologie heute bezogen auf das, was in Gaudium et Spes 48 benannt worden ist. Dort haben wir im Grunde zwei Linien aufgemacht und die sehen Sie hier grafisch dargestellt mit der linken Seite Schöpfungsvorgabe und der rechten Seite Freiheitsentscheidung. Man könnte die kirchliche Ehetheologie ganz, ganz knapp zusammenfassen mit dem Satz, dass Ehe in dieser Lesart vom Schöpfer begründet ist, also eine gottgegebene Vorgabe hat und durch das unwiderrufliche personale Einverständnis hergestellt wird. Das habe ich mal mit den Sesamstraßenfragen, wie, was, wie, wozu, ob, wann und wen, genauer entfaltet. Die Schöpfungsvorgabe ist im Grunde das, die Bestimmung, was eine Ehe eigentlich ist, also was unter diesen Terminus legitimerweise gezählt werden kann. Natürlich dann auch sofort, was nicht. Dann die Frage, wie kommt das zustande und wozu ist es eigentlich gut? Wozu ist die Ehe gut? Und auf der Ebene der Freiheitsordnung, wenn Sie so wollen, ist dann die Frage, wollen Sie überhaupt heiraten? Wann wollen Sie heiraten und wen wollen Sie heiraten? Also die Frage nach der Lebensform, Ehe oder Nicht-Ehe, und die Frage nach dem Lebenspartner, der Lebenspartnerin, die oder den Sie dann, jetzt ist es von selbst weitergesprungen, die oder den Sie dann per Konsensschluss und Segen durch die Kirche heiraten. Die Stelle, auf die ich mich beziehe, ist diese Nummer 48 aus Gaudium et Spes und die schauen wir uns ein bisschen an. Da sind nämlich dann genau die Schlagworte drin, die Signalworte, die wir brauchen, um die Erneuerung der Ehetheologie, die auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil vorgenommen worden ist, zu verstehen. Mann und Frau heißt es da, die durch den ehelichen Bund nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch sind,
leisten sich deshalb durch die innigste Verbindung der Personen und Werke gegenseitige Hilfe und gegenseitigen Dienst. Sie erfahren den Sinn ihrer Einheit und erlangen ihn von Tag zu Tag voller. Diese innigste Vereinigung als gegenseitige Schenkung zweier Personen, wie auch das Wohl der Kinder, erfordern die volle Treue. Hier ist leider ein Automatismus drin. Das tut mir leid, das kann ich jetzt nicht so schnell abstellen. Also die innigste Vereinigung als gegenseitige Schenkung zweier Personen sowie das Wohl der Kinder erfordern die volle Treue der Eheleute und dringen auf ihre unauflösliche Einheit. Da haben wir also diese Fragen, was, wozu und wie, die Fragen nach dem Schöpfungsinstitut, beantwortet mit dem Signalwort Bund. Das ist neu. Bis dahin hatten wir eine kirchenrechtliche Engführung der Ehe. Da ging es vor allem darum, dass die beiden Ehepartner einen Kontrakt, einen Vertrag geschlossen haben, dessen wesentlicher Gehalt das gegenseitige Recht auf den Körper war. Wozu? Hier werden Eheziele, Zwecke benannt. Und da wird benannt Elternschaft, das eine, Verbindung das Wohl der Kinder. Und die Verbindung der Personen wird hier bezeichnet als zweiter Ehezweck. Das habe ich jetzt hier mal Partnerschaft genannt. Vormals hatten wir nur die Elternschaft. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, sehen wir auf der nächsten Folie noch etwas schematischer. Und dann wird gesagt, wie funktioniert das gut? Also wie wird sowohl der Partnerschaft als auch der Elternschaft gedient, wenn das Ganze in Treue und Einheit passiert? Schematisch aufgeführt, könnte man das so darstellen. Und da sehen Sie direkt mit diesem blauen Sternchen und diesem zweiten blau eingekreisten Punkt, dass wir eine Entwicklung haben. Die bisherige Ehetheologie war ganz, ganz stark von Augustinus geprägt. Der hat auch das Wort Ehegut erfunden, also hat gesagt, eine Theorie aufgestellt, warum es gut ist zu heiraten, warum die Ehe eine gute Institution ist. Und Sie kennen wahrscheinlich Augustinus ein wenig. Augustinus ist ja von einer durchaus misanthropischen Verfassung. Also er ist sehr, sehr skeptisch, was die Freiheit und noch viel skeptischer, was die Sexualität des Menschen angeht. Und er konzipiert die Theologie der Ehe im Grunde als Entschuldigungsformat, um erlaubt, Sex zu haben. Also er beschreibt Zwecke der Ehe, Güter der Ehe, die einen Rahmen bilden, damit Sexualität erlaubt ist. Und diese Güter, die listet er einfach auf in drei Punkten. Er sagt, die Ehe ist gut, weil sie der Zeugung von Kindern dient. Und Sie können dabei immer denken, weil und insofern sie der Zeugung von Kindern dient, dann ist sie gut, weil hier ein Treueformat gewählt wird. Und dann ist sie unauflöslich. Da kommt zum ersten Mal der Terminus Sakrament hinein. Augustinus meint damit aber noch etwas völlig anderes als das, was wir später Sakrament der Ehe nennen. Das will ich nur in Klammern dazu sagen. Das brauchen wir an dieser Stelle noch nicht. Das Zweite Vatikanum greift das Schema im Prinzip auf, aber koordiniert es anders und ergänzt eben dieses eine weitere Eheziel, dieses Ehegut. Es beschreibt die Ehe als Bund und sagt, sie ist gut für die Elternschaft, das könnte man nennen das Gut der Nachkommen, das Bonum Polis, und zusätzlich, sie ist gut um der Partnerschaft willen, wird man dann das Bonum Conjugum, also das Gut der Partner, wörtlich übersetzt derjenigen, die unter dasselbe Joch gespannt sind, nennen. Und dann werden eine Treue und Unauflöslichkeit im Zweiten Vatikanum nicht einfach addiert, nicht einfach dazugelegt, sondern zugeordnet. Man sagt also, Elternschaft und Partnerschaft können dann gut gelingen, wenn dieses Format ein treues, unauflösliches Format ist. Und diese Treue und Unauflöslichkeit würden wir liturgisch in der Liturgie der Trauung im Konsensschluss und dann eben im Segen wiederfinden. Die Diskussion in der nachkonziliaren Theologie. Es hat sich sehr stark darum gedreht, wie diese beiden Güter, Elternschaft und Partnerschaft, einander zugeordnet sind. Ob das zwei völlig selbstständige Dinge sind oder ob es im Grunde zwei Seiten einer Medaille sind und ob die Partnerschaft, das Gut der Partnerschaft überhaupt genauso wichtig sein könnte wie die Elternschaft. Vielleicht mit all hier schon mal einen Blick in gesellschaftliche Entwicklungen. Auch dort haben wir die Ehe also bis weit ins 20. Jahrhundert hinein im Grunde auf Familiengründung bezogen und deswegen als schützenswert erkannt. Aber immer mehr kommt auch das, was man jetzt hier mit diesen Begriffen Gut der Partnerschaft nennen würde, ins Spiel. Und wenn wir bis hinein zur Gleichstellung der Ehe
oder der Lebenspartnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare mit der Ehe gehen, dann sehen wir, dass sich hier eine Verlagerung hin zum Gut der Partnerschaft, wenn Sie so wollen, vollzogen hat und eine Verselbstständigung oder eine selbstständige Anerkenntnis dieses Gutes der Partnerschaft. Amoris Laetitia, das nachsynodale Schreiben von 2016, bringt noch mal ein paar weitere Aspekte hinzu, die das nicht grundsätzlich außer Kraft setzen, aber die eben noch ein paar Akzente setzen. Da heißt es beispielhaft in der Nummer 72, das Sakrament der Ehe ist nicht eine gesellschaftliche Konvention, ein leerer Ritus oder das bloß äußere Zeichen einer Verpflichtung. Also es ist nicht nur etwas Äußerliches, könnten wir sagen. Weder liturgisch noch rechtlich noch kulturell, sondern es ist eine Gabe, das ist schon mal wichtig, Sakrament ist eine Gabe für die Heiligung, also ein Heilsmittel und für die Erlösung der Eheleute. Die Ehe ist eine Berufung, insofern sie eine Antwort auf den besonderen Ruf ist, die eheliche Liebe als unvollkommenes Zeichen der Liebe zwischen Christus und der Kirche zu leben. Daher muss die Entscheidung zu heiraten und eine Familie zu gründen, also die Freiheitsordnung, die Frage, ob, wann und wen sie heiraten wollen, Frucht einer Prüfung der eigenen Berufung sein. Was haben wir hier neu? Wir haben also eine Verstärkung dieser Beschreibung der Ehe als Bund, könnte man sagen. Ich hatte vorhin schon gesagt, vor dem Zweiten Vatikanum hatten wir eine ganz stark rechtliche Fixierung und man hat die Ehe als Vertrag gesehen. Dann hat das Zweite Vatikanum den Terminus Bund ins Spiel gebracht und hier wird jetzt noch stärker Gabe und Berufung hineingebracht. Also man könnte auch sagen, eine Gabe-Ehe ist eine Gabe, ist eine Verheißung, die eben auf eine Berufung antwortet. Und wir haben eine Verschiebung in Amoris Laetitia insgesamt von der Lehre hin zum Leben, von der Norm hin zum Ideal. Das wird hier in dieser kleinen Stelle schön deutlich. Insofern gesagt wird, die Ehe bildet nicht einfach das Verhältnis von Christus und Kirche ab, wie man das sonst schon mal lesen kann, sondern sie ist ein unvollkommenes Zeichen, ein Hinweis, ein sich ausstrecken nach dem Ideal, könnte man sagen. Dann auch in Amoris Laetitia ganz stark der Begriff, der ist Ihnen vielleicht auch schon mal untergekommen, der Begriff der Gradualität, also dass man nicht sagt, alles unter 100% ist schlecht oder ist verboten oder illegitim, sondern dass man wirklich auch die Biografien von Menschen, die Biografien von Paaren in ihrer Hinordnung auf das Ideal einer sakramentalen Ehe wertzuschätzen lernt. Das war 2016 also wirklich etwas epochal Neues, auch etwas, was durchaus einen großen Unterschied gebildet hat zu dem Vorgängerdokument, wenn Sie so wollen, also zur Familiensynode davor. Das ist das Dokument Familiares Consortio von 1984, wo eine solche Gradualität letztlich ausgeschlossen wird. Dann wird hier nochmal gesagt, das Besondere einer kirchlichen Trauung, einer sakramentalen Trauung gegenüber der Institution Ehe, wie sie zum Beispiel im Zivilrecht ist, ist eben die Reaktion auf eine Berufung und die Wahrnehmung, dass Ehe eine Gabe ist, dass das Sakrament etwas ist, was mir entgegenkommt und mir verheißen wird. In Amoris Laetitia Nummer 251, das wird für gleich nochmal wichtig werden, wird sehr lapidar gesagt, dass es keinerlei Analogie zwischen homo- und heterosexuellen Partnerschaften gebe. Das ist eine Aussage, die ist dort hineingekommen. Die Familiensynode 2014 war da noch sehr viel offener. Es gibt Theorien, warum diese Nummer 251 da hineingekommen ist. Das muss uns jetzt hier nicht weiter interessieren. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass eine Analogie zwischen homo- und heterosexuellen Partnerschaften natürlich in den Kulturen, in den Gesellschaften ganz, ganz eindeutig festgestellt wird. Man würde ja nicht von einer Gleichstellung einer homosexuellen Lebenspartnerschaft mit der Ehe sprechen können, wenn man nicht sagt, dass da ist auch eine totale Vergleichbarkeit gegeben. Hier wird das noch formell abgewiesen. Kommen wir zu ein paar biblischen Referenzen, die in der Ehetheologie immer wieder eine Rolle spielen. Für die Vokabel Bund ist Hosea ganz entscheidend. Da heißt es in der Nummer 2, im Kapitel 2, ich schließe für Israel an jenem Tag einen Bund. Und dann zunächst mal mit den ganzen Gewichs und dann aber auch direkt mit Israel, Vers 21. Ich traue dich, also ich, spricht Gott, traue dich, Israel,
mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue, dann wirst du den Herrn erkennen. Ganz wunderbarer Abschnitt. Und da liegt im Grunde in der Luft, dass man das nimmt, um auch die Ehe zwischen zwei Menschen davon abzulesen oder damit in Bezug zu setzen. Wichtig finde ich bei dieser Stelle aber, wenn man darauf referieren will, was man auf jeden Fall ja tun kann, ist, dass es hier eine, also keine wechselseitige Bundeserklärung ist. Also wir können hier aus dieser Stelle eigentlich keine vertragliche oder verpflichtende Ebene auf Seiten Israels lesen, sondern wir haben ganz stark den Charakter: Gott verspricht sich, Gott macht sich verlässlich, Gott schenkt seine Verheißung an Israel in vollem Bewusstsein, dass diese Braut Israel diesem Bund nicht gerecht wird. Das haben wir im Hosea-Buch natürlich ganz, ganz stark, wo auch von der Hure Israel gesprochen wird. Und dann haben wir diese wunderbaren Worte: Liebe, Gerechtigkeit, Erbarmen. Man könnte sagen, es sind Kriterien oder Kennzeichen eines Bundes, der den Maßstäben Gottes auch gerecht werden kann. Eine andere Stelle, die in der katholischen Ehetheologie vielleicht noch dominanter ist, ist Epheser 5,32. Die ist deswegen so berühmt oder so gern genommen, weil dort zumindest in der Vulgata, also in der lateinischen Übersetzung des griechischen Textes, das Wort Sakrament auftaucht. Aber in einer Weise, die wiederum, wie auch bei Augustinus später, noch überhaupt nichts zu tun hat mit unserem heutigen Sakramentsverständnis. Epheser 5,32 ist diese Stelle, die sie dann immer im Hinterkopf haben oder die ein Sprecher im Hinterkopf hat, wenn er sagt, naja, die Ehe, in der Ehe stellen doch Mann und Frau das Verhältnis von Christus und Kirche dar. Und jetzt springt das hier schon wieder weiter. Aber es lohnt sich, die Stelle ein bisschen genauer anzuschauen. Denn wenn man jetzt nur den Vers 32 zitiert, dann ist das ziemlich harmlos. Wenn man sich den Rest mal vergegenwärtigt, merkt man, wie begrenzt auch diese Analogie ist. Denn da heißt es: Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Furcht Christi. Ihr Frauen ordnet euch den Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem den Männern unterordnen. Die Frauen, die im Raum sind, mögen sich mal fragen, ob das ihre Zielvorstellung ist. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Da ist nicht mehr von Unterordnung oder Überordnung. Also wird nicht gesagt, ihr Männer ordnet euch euren Frauen über, sondern liebt. Aber das ist vielleicht auch nur halbwegs tröstlich. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Bisschen Auslassung danach. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Auch das ist also mir im 21. Jahrhundert nicht unmittelbar nachvollziehbar. Deshalb, und dann kommt ein Zitat von Genesis 2,24, wird der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dann kommt dieser berühmte Vers: Dieses Geheimnis, griechisch Mysterium, lateinisch Sakramentum, ist groß. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Also hier wird gesagt, dieser ganze Vergleich ist jetzt gar nicht, um Ehe zu erklären, sondern um das Verhältnis von Christus und Kirche zu erklären. Dazu greift Paulus hier auf allgemein verständliche, konsensfähige Beziehungsmuster, Unterordnung und Liebe zurück, um damit etwas ganz anderes, nämlich das Verhältnis von Christus und Kirche, zu erklären. Also darunter, das habe ich dann im Grunde schon aufgeführt, wir haben hier eine Verhältnisanalogie, das ist ganz wichtig. Das Verhältnis Christus-Kirche wird erklärt durch das Verhältnis von Ehemann und Ehefrau. Hier wird nicht Christus mit dem Ehemann und die Kirche mit der Ehefrau verglichen, sondern die beiden Verhältnisse einander parallel gesetzt. Aber wir haben diesen Vergleich der kommt sehr, sehr schnell an Grenzen. Denn die antike patriarchale Voraussetzung einer Asymmetrie der Geschlechter, die eben deutlich wird in der Aufforderung an die Frauen, sich den Männern in allem unterzuordnen, die seinerzeit unhinterfragbar, die ist heute gerade nicht mehr tragbar, nicht mehr verständlich. Sie hilft auch nicht mehr als Vergleichsgröße der Verhältnisanalogie. Wir können sicherlich ohne weiteres noch sagen, die Kirche soll sich Christus
unterordnen. Oder Christus ist der Kirche als Haupt vorgeordnet. Aber es wird nicht mehr verständlich zu sein, das fortzusetzen und zu sagen, denn genauso ist es ja auch in der Ehe, das kennt ihr ja. Außerdem hatte ich schon kurz erwähnt, wenn hier Mysterion geschrieben ist und das lateinisch in das Wort Sakramentum übersetzt werden wird, dann haben wir hier eine rein terminologische, aber keine inhaltliche Rückbindung für die sehr viel spätere Beschreibung der Ehe als Sakrament. Hier habe ich mal aufgeführt, wie so ein Vergleich denn überhaupt funktionieren kann oder was er denn sinnvollerweise aussagen kann. Starten wir mal rechts. Da haben wir das Verhältnis Christus und Kirche und da wird im Epheserbrief eben beschrieben, also das wird über den Vergleich beschrieben, das Verhältnis von Christus zur Kirche, wie das von Mann zur Frau durch Liebe und Hingabe und das Verhältnis der Kirche zu Christus, wie das von Frau zu Mann, antik, patriarchal, nämlich Unterordnung und Ehre. Da könnte man sagen, dass diese Größe wird als Beispiel dafür genommen, um auch das Verhältnis von Ehemann und Ehefrau zu beschreiben. Das Verhältnis von Ehemann und Ehefrau wiederum wird über diesen Link, über diesen Verweis, das Zitat von Genesis 2, 24, dass sie sich einander binden und ein Fleisch werden, wird ein Beispiel, ein Vergleichsmoment, um die Qualität und die Intensität der Beziehung von Christus und Kirche zu beschreiben. Also man kann da durchaus noch was mitmachen und das noch aufnehmen, aber eben meines Erachtens nicht in dieser Plattenweise einer Asymmetrie der Geschlechter. Weitere biblische Referenzen, jetzt nicht unmittelbar für die Ehetheologie, sondern für eine Geschlechteranthropologie, also für die Reflexion des Menschen als ein geschlechtliches Wesen. Da würde ich gerne noch drei Passagen aufgreifen aus Genesis 1 und 2 und dann auch noch ein bisschen aus Genesis 3. Sie werden nachher sehr leicht sehen, warum das hilfreich ist, sich diese Passagen genauer anzuschauen. Sie kennen die alle wahrscheinlich so halbwegs wörtlich sogar. Ich möchte ein paar Akzente setzen. Genesis 1, 26, das ist der jüngere Schöpfungshymnus, dieser 7-Tage-Rhythmus, wo der Reihe nach alles erschaffen wird und am Ende das große Segenswort, die Benediktion Gottes steht in Vers 31. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Da haben wir die Erschaffung des Menschen, des Adam, also Adam hier im Sinne eines Gattungsbegriffes, als Ebenbild Gottes, als Abbild Gottes. Und diese Abbildlichkeit, die auf die Geschlechter männlich und weiblich bezogen wird. In der alten Einheitsübersetzung stand da noch, als Mann und als Frau schuf er sie, hebräisch richtig. Wäre zu sagen, männlich und weiblich schuf er sie. Wie kann man das jetzt lesen? Ich hatte vorhin schon angedeutet, ich möchte Sie gerne aufmerksam machen auf eine sehr einseitige Rezeption solcher Passagen durch das kirchliche, genauer gesagt durch das päpstliche Lehramt und möchte Ihnen gleichzeitig anbieten, eine weitere Interpretation, eine offenere Interpretation, die meiner Kenntnis nach dem Stand der heutigen Exegese auch eher gerecht wird. Und immer das, was ich jetzt hier in den Punkten darunter geschrieben habe, spiegelt immer diese weitere Interpretation. Man kann daraus lesen, dass die Verschiedenheit der Geschlechter, nämlich männlich und weiblich, zur guten Schöpfung gehört. Man kann daraus lesen, dass geschlechtliche Unterschiedlichkeit gut ist, dass sie vom Schöpfer gewollt ist, dass sie unter Gottes Segen steht. Dass es also kein Unfall der Schöpfung oder der Naturentwicklung war, dass wir Männer und Frauen und auch noch wahrscheinlich eine ganze Reihe anderer Geschlechter haben. Es ist aber man kann aus dem Text nicht herauslesen, eine Antwort auf die Frage, wie viele Geschlechter numerisch gesehen gibt es denn eigentlich? Sondern man kann hier zunächst mal nur lesen, geschlechtliche Differenz ist Gott gewollt, ist in der Schöpfung angelegt. Dass jetzt hier von männlich und weiblich die Rede ist, das können wir sehr, sehr klar sagen, das entspricht halt dem Erfahrungshorizont der Autoren der Texte. Denn diese Schöpfungshymnen sind ja nicht ein Protokoll der Evolution, sondern sie sind Reflexion dessen, was ein Mensch erfährt, der diesen Text schreibt. Also was ein Mensch zur Zeit des Exils ist es, glaube ich,
was er dort für normal empfindet und versucht das dann in Gestalt eines Hymnus auf seine Ursprünge zurückzuführen und das in einer narrativen und in diesem Fall sogar hymnischen Art und Weise. Also wenn der hier von männlich und weiblich spricht, ist das darauf zurückzuführen, dass der Kontext, der gesellschaftliche Kontext des Autors oder der Autoren dieses Textes eben von männlich und weiblich geprägt war. Würden wir heute, das können wir ja mal durchspielen, ich habe das auch mal mit Studierenden gemacht, würden wir heute eine Ätiologie, also eine Rückführung unseres Erfahrungshorizontes selber schreiben, würden wir vermutlich mehr Geschlechter dort benennen oder geschlechtliche Orientierungen oder so etwas dort hineintragen. Hier können wir auf jeden Fall mitnehmen, herauslesen, Menschen aller Geschlechter sind nach Gottes Bild erschaffen in dieser biblischen Tradition. Sie sind gleich in ihrer Würde, sie sind auf gleiche Weise Abbild, Treuhänder Gottes, das Ebenbild ist in der im Kontext dieser Zeit im Grunde die Statue, die Gott auf Erden repräsentiert. Schauen wir mal in Genesis 2. Das ist der ältere Schöpfungshymnus, der thematisch zwar irgendwie verwandt ist, aber aus einem ganz anderen Kontext heraus steht. Da habe ich jetzt mal die Stelle herausgegriffen, die erzählt oder eine Erzählung strickt, um zu erklären, wie die vorfindlichen Geschlechter Mann und Frau zueinander gehören und wie sie zueinander passen. Dann sprach Gott der Herr: Es ist nicht gut, dass Adam, der Mensch, ungeschlechtlich, allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Das ist ganz entscheidend, die ihm ebenbürtig ist. Hilfe ist hier nicht die Haushälterin oder die Magd oder irgendetwas Untergeordnetes, sondern es geht um Ebenbürtigkeit. Da liest Gott, der Herr, jetzt kommt diese fantastische Erzählung des komatösen Adam, aus dem dann eine Rippe herausoperiert und umgestaltet wird. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf Adam fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er von Adam genommen hatte, eine Frau und führte sie Adam zu. Und der Mensch sprach: Das ist endlich Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Und erst danach kommt die geschlechtliche Differenzierung, die man hier sprachlich sehr schön sehen kann. Frau, hebräisch Isha, soll sie heißen, denn vom Mann Ish, da steht jetzt nicht mehr Adam, sondern hier ist jetzt die männliche Konnotation gewählt, denn vom Mann ist sie genommen. Martin Luther hat das irgendwie gut gemeint, aber nicht so richtig gelungen, übersetzt mit Mensch und Menschin, also was auch heute schon mal im etwas umgangssprachlichen Bereich genutzt wird. Also er versucht hat, dieses Wortspiel von Ish und Isha eben zu übersetzen. Und dann diese Stelle, die wir in Epheser 5 zitiert gefunden haben: Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Also darum, weil sie aus gleichem Holze geschnitzt ist. Darum, weil sie so gut zu ihm passt. Was nehmen wir daraus? Wir können daraus mitnehmen aus diesem uralten Text, aus diesem sehr archaischen Text, aus dieser Narration eines ursprünglichen Paradieses, einer Schöpfung der geschlechtlichen Vielfalt, dass Partnerschaft und sexuelle Intimität, hier ausgedrückt mit sie werden ein Fleisch und mit Bindung, dass sie in der beglückenden Erfahrung gründen, dass zwei Menschen, dass Partnerin und Partner zueinander passen, dass das funktioniert, dass das Gegenüber, das menschliche Gegenüber, mit dem hier der Mensch intim wird, mit dem er Partnerschaft eingeht, dass sie auf Augenhöhe ist, dass sie zu ihm passt, dass sie eben mehr ist als als das Haustier oder als ein untergeordnetes Wesen. Interessant finde ich hier auch, letzter Vers, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau, dass hier ausgedrückt wird, dass die Bindung von Mann und Frau stärker ist als die Eltern- und Kindbindung. Also dass die Partnerschaft, die verwandtschaftliche Beziehung, die generative Beziehung zu den Eltern nicht überwindet, das wäre falsch ausgedrückt, sondern dass sie kraftvoller ist. Dass da dann der Akzent hingelegt wird und dass sich ihre sexuelle Intimität, dass die Sicht oder dass darin eben diese starke Partnerschaft, diese Bindung deutlich wird. Er bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch.
Interessant hier auch, das ist etwas, das muss man extra sagen, weil das in der Rezeptionsgeschichte so eindeutig, ja, vermeintlich eindeutig anders geschrieben wird. Hier wird diese Passung, das ist endlich Bein von meinem Bein, nicht im Sinne einer zeugungsfähigen Komplementarität entfaltet. Es geht hier nicht um biologische Differenz oder um eine Komplementarität, die fruchtbar werden kann in biologischer Weise, sondern der Akzent liegt auf der wesentlichen Gleichheit, also nicht auf der Differenz, die sich in Chromosomen zeigen könnte, sondern in der Gleichheit als Mensch, Fleisch von meinem Fleisch aus demselben Holze geschnitzt. Deshalb wird hier die Verbundenheit so stark betont. Und in dieser Passage, also in diesem Jubel des Adam, das ist endlich Bein von meinem Bein, Frau soll sie heißen, ist von Kindern überhaupt nicht die Rede. Auch das ist in unserer gewohnten Lesart erstmal fremd. Da denkt man ja klar, Mann und Frau, die können Eltern werden und dafür ist Ehe gut. Aber an dieser Stelle geht es zunächst mal nur um die, oder vordringlich um die Verbundenheit, um die Ebenbürtigkeit, um die Einheit der Paarbeziehung und die Familiengründung ist hier noch überhaupt nicht angesprochen. Letzte biblische Referenz, bisschen später, da ist dann schon das Unglück geschehen. Also da sind wir quasi in der Jetztzeit. Man könnte ja die Schöpfungshymnen so lesen, dass die Vertreibung aus dem Paradies, der postparadiesische Zustand, postlapsarisch sagen wir dann auch in der Sündentheologie, dass das unser Erfahrungshorizont, unser Normalzustand ist und dass dieser Erfahrungshorizont gedeutet wird. Dass man sagt, das, was wir jetzt erleben, ist gerade nicht die beste aller Welten, sondern ist die postlapsarische, also die Welt, die eben nicht mehr so ist, wie sie paradiesisch mal gewesen sein könnte oder gewesen sein sollte. Und die Paradieserzählungen davor, also die Schöpfungsgeschichten, schildern dann erhofften Idealzustand, das, was man denkt, eigentlich müsste es doch von Gott her so gewesen sein. Genesis 3 sind wir aber eben schon nach dem Unglücksfall, nach dem Sündenfall. Und da wird das thematisiert, was Menschsein faktisch heute ausmacht. Und das wird dann in ein Gotteswort übertragen. Da wird Gott in den Mund gelegt, zur Frau sprach er, viel Mühsal bereite ich dir, häufig wirst du schwanger werden, unter Schmerzen gebierst du Kinder, nach deinem Mann hast du Verlangen und er wird über dich herrschen. Da das zu den Strafsprüchen gehört, ist das nicht die Schöpfungsordnung, also nicht das, was von Gott her sein soll, sondern das, was daraus geworden ist und was schmerzlicherweise leider Gottes, könnten wir sagen, daraus geworden ist. Und das finde ich interessant, denn hier haben wir einen Akzent gegen eine unfassbar große Vermehrung. Also viel Mühsal bereite ich dir, häufig wirst du schwanger werden. Das ist postparadiesisch. Also viele, könnte heute aus heutiger Sicht sagen, viele riskante Geburten werden als Folge der Sünde interpretiert. Also als etwas, das eigentlich von Gott her anders geplant war. Außerdem der zweite Teil dieses Verses, nach deinem Mann hast du Verlangen und er wird über dich herrschen, da haben wir die Asymmetrie der Geschlechter und die Verquickung von Intimität mit Begierde, auch als Folgen der Sünde, also nicht als etwas, was von Gott her angelegt ist. Die Herrschaft des Mannes über die Frau als Folge der Sünde interpretiert, sie widerspreche der ursprünglichen, also prinzipiellen im Wortsinne gottgewollten Ebenbürtigkeit und der beglückenden Erfahrung zweier Liebender, Fleisch vom selben Fleisch, Bein vom selben Bein zu sein. Das habe ich einmal zusammengeführt. Und diese Gegenüberstellung werden Sie jetzt ein paar Mal sehen mit unterschiedlichen rechten Spalten. Also in der linken Spalte hier sehen Sie eigentlich nur die Punkte, die ich vorhin jetzt als offene, weite Interpretation von Genesis 1 bis 2 oder sogar bis 3 Ihnen präsentiert habe. Und ich möchte jetzt in einem nächsten Schritt schauen, was wird denn in kirchlicher Geschlechteranthropologie aus diesen Referenzen. Dafür schauen wir, wurde schon erwähnt, Dogmatik ist nicht nur Katechismus angucken, aber ein bisschen Katechismus angucken ist es auch nicht, um das ohne weiteres zu unterschreiben und gut zu finden, sondern um sich damit auseinanderzusetzen und zu fragen, was passiert hier denn eigentlich? Und da habe ich mal geguckt, wo wird überhaupt im Katechismus über
Ehe und über Geschlechter und über Sexualität gesprochen? Wo ist das überhaupt verortet? Und wir haben zwei Fundstellen dafür. Das erste ist das, was man eigentlich auch erwarten könnte. Da, wo es um Schöpfung geht, geht es auch um den Menschen. Und da sehen Sie im Inhaltsverzeichnis, da ist die Gottebenbildlichkeit benannt. Und da ist auch benannt die Geschlechterzuordnung, als Mann und Frau schuf er sie, mit Rekurs eben auf diese biblischen Passagen, die wir uns ganz kurz zumindest angeschaut haben. Aber viel ausführlicher, viel länger, viel dringlicher ist das Thema Ehe, Sexualität im dritten Teil des Katechismus, wo es um die 10 Gebote geht und da, wo es um das 6. Gebot geht. Da können wir schon sehen, dass das Thema Geschlechtlichkeit im Grunde unter so einem augustinischen Verdacht steht. Im Zweifelsfall ist das immer eine Gelegenheit zur Sünde. Und wir können hier zumindest auch schon ahnen, dass hier Geschlechteranthropologie, also das Verhältnis der Menschen als geschlechtliche Wesen zueinander und Ehe und Sexualität ganz eng miteinander verbunden werden. Auch das sind wir irgendwie gewohnt, aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich könnte ja ohne weiteres auch die geschlechtliche Prägung des Menschen erstmal entfalten, ohne daraus schon Ableitungen zu ziehen, was das für Sexualität heißt. Und ich könnte auch die Geschlechteranthropologie entfalten, ohne daraus zwingende Ableitungen zu ziehen, was das für Ehe oder für sonstige Partnerschaftsformate heißt. Wir schauen mal kurz in den unteren Teil hinein, also in den Teil, in dem es um Sünden gegen das Gebot, die Ehe nicht zu brechen, geht. Wir haben links interessanterweise im Beginn nicht biblisch, obwohl es ein biblisches Zitat ist, sondern aus Familiaris Consortio. Das ist eben dieses Pendant zu Amoris Laetitia von 1934. Es ist ein ganz typischer Zug dieser Art, kirchliche Lehre zu schreiben, dass man erstmal kirchliche Lehre selbst zitiert. Und da haben wir schon Signalworte drin, die eine sehr enge Deutung darstellen. Also indem er, zweiter Satz, den Menschen nach seinem Bild erschafft, Rekurs auf die Bibel, prägt Gott der Menschennatur des Mannes und der Frau die Berufung und die Verantwortung zu Liebe und Gemeinschaft ein. Da ist plötzlich von der Natur des Menschen als geschlechtliches Wesen und hier nicht nur männlich und weiblich vielfältig, sondern des Mannes und der Frau die Rede. Und dann haben wir eine Kombination verschiedener Genesis-Zitate und haben die Gottebenbildlichkeit mit der Fruchtbarkeit verbunden. Das ist jetzt nicht so willkürlich, das sind einfach zwei Verse hintereinander, aber aus dem ersten Schöpfungsbericht. Das nächste können wir überschreiben. Das brauchen wir jetzt heute nicht weiter anzuschauen. Und dann haben wir einen ganz normativen Absatz in der 23:33. Jeder Mensch, ob Mann oder Frau, was anderes ist auch hier nicht vorgesehen, muss seine Geschlechtlichkeit anerkennen und annehmen. Die leibliche, moralische und geistige Verschiedenheit und gegenseitige Ergänzung sind auf die Güter der Ehe und auf die Entfaltung des Familienlebens hingeordnet. Und je nachdem, wie das akzeptiert wird, hängt davon das Wohl der Gesellschaft ab. Das sind unfassbar starke Thesen, die hier gemacht werden, die gar nicht selbstverständlich sind. Also zunächst mal die These oder die Position, es gibt eindeutige geschlechtliche Prägungen. Und diese eindeutigen geschlechtlichen Prägungen haben nicht nur eine leibliche Dimension, sondern auch eine moralische und eine geistige Dimension. Die prägen im Grunde den ganzen Menschen, wird hier gesagt. Und dann wird Verschiedenheit und Ergänzung angesprochen. Und das ist das, was ich in der roten Schrift, also in der Interpretation dieses Textes, mit binär und komplementär umschrieben habe. Es ist ganz typisch für kirchliche Lehre im Pontifikat von Johannes Paul, dass man davon ausgeht, es gibt zwei und nur zwei Geschlechter und diese zwei und nur zwei Geschlechter, nämlich Mann und Frau, sind komplementär, sind aufeinander bezogen und sind, also eine andere Zuordnung ist im Grunde gar nicht denkbar und diese Zuordnung wird letztlich abgeleitet von ihrer Zeugungsfähigkeit, die das ganze Menschsein als Mann oder Frau prägt und charakterisiert.
damit das nicht einfach nur so da steht und nur von so ein paar Katechismusstellen da ist, habe ich Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht, wie das in Texten deutlich wird, also wie diese Engführung von Geschlechtlichkeit auf eine binäre Mann oder Frau, nichts weiter, und eine komplementäre, wechselseitige Bezogenheit abgeleitet von der Zeugungsfähigkeit, wie das gesamte Pontifikat bezogen auf Sexualethik und Ehetheologie von Johannes Paul II. Prägt. Zunächst mal, das ist wieder ein Zitat aus diesem Familiensynodenschreiben Familiares Consortio. Infolgedessen ist die Sexualität, in welcher sich Mann und Frau durch die den Eheleuten eigenen und vorbehaltenen Akte, gemeint ist Geschlechtsverkehr, einander schenken, keineswegs etwas rein Biologisches, sondern es betrifft den innersten Kern der Person als solcher, also die geschlechtliche Prägung als etwas, was alles durchdringt. Und dann kommen Worte, auf die man, glaube ich, aufmerksam sein sollte. Auf wahrhaft menschliche Weise wird sie nur vollzogen, also ganz, ganz hochgehängt. Alles, was dem widerspricht, wird hier als nicht menschlich oder nicht das menschliche Wesen wirklich erfüllend beschrieben. Und es wird ausschließlich so beschrieben. Also nur wahrhaft menschlich ist Sexualität, wenn Mann und Frau sich bis zum Tod vorbehaltlos einander verpflichten. Und das ist wieder das steile Wort Wahrheit, einzig und allein im Raum der Ehe möglich. Das heißt, binäre Geschlechteranthropologie, komplementär, und das Ganze in der Institution der Ehe und das als Latte unterhalb derer jegliche Form von Erotik, von Intimität, von Sexualität untermenschlich beschrieben wird. Oder Glaubenskongregation. Bisschen später, aber eben auch noch in diesem Duktus. Sexuelle Beziehungen sind menschlich, wenn und insoweit sie die gegenseitige Hilfe der Geschlechter in der Ehe ausdrücken und fördern und für die Weitergabe des Lebens offen bleiben. Da wird ganz viel zusammengebunden, was ich vorhin aufgedröselt habe. Die gegenseitige Hilfe, also der Grund für die Erschaffung der Frau aus Adam, aus dem Menschen, wird also in der Genesis ja gerade nicht ehelich eingefangen und sie wird auch nicht direkt auf Fruchtbarkeit bezogen. Von Kindern war nicht die Rede, sondern von Ebenbürtigkeit. Und noch ein anderes Schreiben der Glaubenskongregation, wo nochmal diese Ontologisierung, also die Festschreibung der Geschlechtlichkeit in alle Ewigkeit deutlich wird. Mann sein und Frau sein sind so als ontologisch zur Schöpfung gehörend offenbart. Viel höher kann man es nicht hängen. Mann und Frau sind von Beginn der Schöpfung an unterschieden und bleiben es in alle Ewigkeit. Einander gegenübergestellt. Hier haben wir jetzt die Tabelle von vorhin mit der Interpretation, die ich Ihnen angeboten habe, links, und der Interpretation, die man aus Passagen eben des päpstlichen Lehramtes. Wir hatten, oder ich hatte interpretiert aus Genesis 1 und 2, männlich und weiblich schuf er sie, dass die Verschiedenheit der Geschlechter zur guten Schöpfung gehört, und hat aber direkt darauf hingewiesen, dass man in Genesis 1 und 2 keine Antwort auf die Frage bekommt, wie viele Geschlechter gibt es. Bei Johannes Paul II. Findet man diese Antwort. Für ihn ist völlig klar, es gibt nur zwei Geschlechter. Dann dieser Komplex Ebenbürtigkeit oder die Ansage von Genesis 3, darum wird der Mann über dich herrschen und du wirst ihn begehren. Das wird in Genesis 3 als Folge der Sünde beschrieben, Geschlechterhierarchien. Und die biologische Differenz oder Komplementarität, die für Johannes Paul ganz, ganz, ganz zentral sind, spielt in der Genesis meines Erachtens keine wesentliche Rolle, sondern wesentlich ist dort die Gleichheit, die Ebenbürtigkeit der Geschlechter. Bei Johannes Paul haben wir immer und immer wieder, ganz häufig auch mit Blick auf die Frage der Frauenordination, ein Menschenbild, das sagt, Mann und Frau sind zwar gleichwertig, aber nicht gleichartig. Sie sind wesentlich unterschieden. Und weil man Unterschiedenes nicht gleich behandeln darf, das ist der Gleichheitssatz unseres Grundgesetzes in Deutschland, das ist die Grundlage von Diskriminierung oder eben Nichtdiskriminierung, Gleiches gleich behandeln, Ungleiches ungleich behandeln, kann er hier daraus folgen, wenn Mann und Frau ungleich sind, dann muss man sie sogar ungleich behandeln, dann ist das sogar richtig so. In der Genesis 2
haben wir die Formulierung oder haben wir die Interpretation, habe ich die Interpretation entwickelt, dass Mann und Frau einander zueinander passen, dass das mit der Hilfe gemeint ist, um deretwillen die Frau erschaffen wird und dass dort bei der ganz stark von der Partnerschaft die Rede ist, die die Beziehung zu Eltern sogar übersteigt, zwar stärker ist, dass dort aber von Kindern gar nicht die Rede ist. Bei Johannes Paul haben wir eine Interpretation, die auf eine biologisch konnotierte Komplementarität, also Ergänzungsfähigkeit, bezogen wird. Das, was in der Genesis als Hilfe beschrieben wird, wird hier als Möglichkeit zur Zeugung beschrieben. Nur Mann und Frau ergänzen sich, weil nur sie miteinander Kinder zeugen können. Und nur sexuelle Intimität zwischen Mann und Frau, die verheiratet sind und Kinder wollen, und zwar in jedem Akt von Intimität, ist Johannes Paul zufolge ethisch legitim. Das hat enorm viele Konsequenzen. Mir ist es wichtig, deutlich zu machen, meine Interpretation deutlich zu machen, dass das eine höchst einseitige Interpretation der biblischen Referenzen ist, die aber eben unfassbar weitreichend ist, sowohl für anthropologische und sexualethische Fragen als auch für ekklesiologische und amtstheologische Fragen. Ich hatte schon angesprochen, die Bedeutung dieses Bildes vom Wesen der Frau und vom Wesen des Mannes für die Frage der Frauenordination. Darum geht es uns aber heute nicht, sondern ich möchte anhand dieser Gegenüberstellung deutlich machen, warum die katholische Lehre bis heute so ein Riesenproblem mit queerer Sexualität hat. Das kann man jetzt hierauf, glaube ich, gut aufbauen. Auch da nochmal letztes Mal eine Passage aus dem Katechismus, nämlich die Passage zur Homosexualität. Diese Passage, das werden Sie nicht mehr in Erinnerung haben, die ist von ihrer Verortung her interessanterweise im Kapitel zu den Sünden gegen das sechste Gebot angesiedelt. Also nicht in einer anthropologischen Grundlegung, was gibt es alles für Menschenkinder, sondern in dem Punkt, was kann man alles falsch machen, wenn man das sechste Gebot nicht ernst nimmt. Und da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die höchst ungleich sind. Also da wird sowas wie Masturbation als Sünde gegen die Keuschheit angeführt, aber auch Pornografie, aber auch Prostitution und eben Homosexualität. Das ist im Grunde auf einer schiefen Ebene, die gegen diese Idee einer binären und komplementären Anthropologie läuft. Schauen wir uns das mal an. Und da geht es mir jetzt auch nicht um jedes Detail, sondern um das, was ich eingekreist habe, was genau abgeleitet werden kann von Johannes Pauls Geschlechteranthropologie. Homosexuell sind Beziehungen von Männern und Frauen, die sich in geschlechtlich, also Männern oder Frauen, die sich in geschlechtlicher Hinsicht zum Menschen gleichen Geschlechts hingezogen fühlen. Und dann kommt eine Passage, in der sich das Lehramt wieder selbst zitiert und die Exegese schlichtweg Unfug ist. Gestützt auf die Heilige Schrift hat die kirchliche Überlieferung stets erklärt, dass homosexuelle Handlungen in sich nicht in Ordnung sind. Also, dass das sehr häufig gesagt wurde, das ist völlig richtig. Aber die Passagen, die dann aus der Heiligen Schrift gewählt sind, das ist zum Beispiel die Geschichte von Sodom und Gomorra, die eignen sich nach Ausweis wirklich sämtlicher Exegeten gegenwärtig überhaupt nicht dazu, Homosexualität zu verurteilen, weil es dort um eine Vergewaltigung von Männern durch heterosexuelle Männer geht, also um Gewaltakte und gerade nicht um Intimbeziehungen gleichen Geschlechts. Die kennen wir kulturgeschichtlich überhaupt erst seit dem 19. Jahrhundert. Deswegen macht es auch gar keinen Sinn, in der Bibel nach für oder wider dazu zu suchen. Wie geht es jetzt hier weiter? Homosexuelle Beziehungen verstoßen gegen das natürliche Gesetz, denn die Weitergabe des Lebens bleibt beim Geschlechtsakt ausgeschlossen. Da haben wir genau die Aufnahme dessen, was ich Ihnen gerade erläutert habe, eine binäre, komplementäre Anthropologie, die in der Ehe quasi institutionalisiert wird, ein Mann, eine Frau, die miteinander zeugungsfähig sind. Und hier wird gesagt, zwei Männer oder zwei Frauen sind ja nicht miteinander zeugungsfähig. Könnte man jetzt in die Sexualmedizin gehen und sehen, dass da durchaus schon Fortschritte gibt, was das angeht, aber das nur in Klammern gesagt. Aber dann wird gesagt, sie verstoßen gegen
gegen die Naturordnung, gegen die Schöpfungsordnung, gegen den Gotteswillen, weil die Fruchtbarkeit eben nicht so einfach möglich ist. Sie entspringen nicht einer wahren, affektiven, geschlechtlichen Ergänzungsbedürftigkeit. Da haben wir die Komplementarität wieder drin und wieder dieses ganz hoch gehängt Normative, eine wahre Ergänzungsbedürftigkeit, die sich nicht nur biologisch zeige, sondern die ganze Person, auch ihre Affekte betreffe. Sie sind in keinem Fall zu billigen. Also ohne Wenn und Aber, egal was sonst da ist, da liegt kein Segen drauf, könnte man sagen. Und dann kommt so eine Passage 23,58, die vielleicht nett gemeint ist, aber doch eine heftige Demütigung darstellt. Man soll also nett zu homosexuellen Männern und Frauen sein, man soll Mitgefühl haben, man soll ihnen mit Takt begegnen und man soll sie nicht ungerecht zurücksetzen, aber gerecht anders behandeln, dann vielleicht schon. Das ist im Grunde der Freifahrtschein für eine gerechtfertigte Diskriminierung, die hier ausgesprochen wird. Das Bild, was dahinter steht, ist im Grunde das einer Behinderung. Das ist also, so würde ich ja auch vielleicht einem Menschen begegnen, der ja eine schwere Sprachstörung oder eine schwere Sehstörung hat, dass man sagt, also ich möchte dir mit Achtung entgegentreten und ich habe Mitgefühl für das, was diese Behinderung dir abverlangt. Aber das ist bei Fragen queerer Sexualität ja völlig unangemessen. Und dann wird gefolgert, wenn homosexuelle Intimität nicht fruchtbar ist, bleibt nur noch Keuschheit. Also genau das, was im Zuge der Priesterausbildung und der Berufungspastoral als Charisma, also als unverdiente und nicht selbst zu erwirkende Gabe beschrieben wird, wird hier als Forderung und als Pflicht queeren Menschen auferlegt. Das habe ich mal übertragen wieder in unsere schöne Tabelle, wo oben und unten dasselbe steht wie vorhin und wo dann die Konsequenzen nochmal ausgeführt sind, die das für queere Sexualität tatsächlich hat. Und das ist sehr, sehr rigide und sehr, es sind sehr steile und verletzende Formulierungen, die dann kommen, die in der Konsequenz dieser Geschlechteranthropologie liegen. Wir haben wieder, es gibt zwei und nur zwei Geschlechter, das ist einfach übernommen. Und daraus die Folge, jegliche sexuelle Orientierung und Identität, die nicht cis, das ist das Gegenstück zu transident und heterosexuell ist, also nicht normal heterosexuell, ist abnorm in dieser Lesart, schöpfungswidrig, gegen den Schöpferwillen Gottes, Folge der Sünde vielleicht sogar. Wer eine solche Identität oder Orientierung hat, soll Mitleid erfahren, aber keine kirchliche Gutheißung, erst recht keinen kirchlichen Segen. Er oder sie soll keusch leben. Das fügt sich ganz konsequent in diese Geschlechteranthropologie ein. Das macht es überhaupt nicht besser, aber es macht es irgendwie plausibel, warum auch in der gegenwärtigen kirchenpolitischen Lage das Thema Geschlecht, Geschlechtervielfalt, Sex und Gender und eben auch das Thema Segensfeiern oder Trauung für gleichgeschlechtliche Paare so ein solches Konfliktthema wird und im Moment sogar das Zeug dazu zu haben scheint, ein konfessionelles Identitätsmerkmal zu werden. Wenn das so weitergeht, wie manche katholischen Milieus in dieser Frage es vielleicht gerne hätten, könnte am Ende für jeden eine Entscheidung antreten, will ich katholisch sein oder will ich queer-freundlich sein? Ich glaube, es ist aber nicht der einzige Ausweg. Ich glaube, wir haben das Potenzial, das theologische Potenzial, anders mit dieser Thematik umzugehen. Und da haben wir jetzt wieder eine kleine Variante von der Tabelle, die wir hier finden. Und Sie sehen unten ein paar Bilder ergänzt. Also wir haben diese beiden dunklen Figuren, die in den Himmel schauen. Und das Paar männlich-weiblich vor dem Traualtar, das kennen wir schon. Und hinzugefügt habe ich ein Männerpaar und eine Segnungsfeier für ein Frauenpaar. Was ist heute Stand der Dinge in den Humanwissenschaften und darum, weil Theologie da nicht hinter zurückbleiben kann, auch in der Theologie? Queere Sexualität, ich habe jetzt hier mal diese Abkürzung genommen, wird völlig konsensuell in den Human- und Kulturwissenschaften als sogenannte Normvariante menschlicher Geschlechtlichkeit wahrgenommen und gedeutet. Also nicht als Krankheit, nicht als Schuld, nicht als Abnormität, sondern als eine Variante des Normalfalls. Der Normalfall, die Mehrheit der Menschen sind relativ eindeutig Mann oder Frau
und die Mehrheit der Menschen sind heterosexuell orientiert. Aber ein kleiner Teil, da sind die Schätzungen sehr unterschiedlich, ich würde mal von 5 bis 10% ausgehen, entspricht eben nicht dieser heteronormativen Variante, sondern hat eine andere, also macht das Spektrum menschlicher Geschlechtlichkeit etwas bunter. Wenn ich Normvariante in Theologensprache übersetze, würde ich sagen Schöpfungsvariante. Das heißt etwas, was von Grund an da ist, was ich nicht wähle, was nicht Folge von Schuld oder von Sünde ist, was auch keine Krankheit ist, also keine Abweichung, sondern was von Anfang an da ist, männlich und weiblich und vielleicht auch divers schuf er sie und sie, es war sehr gut. Sexuelle Diversität, folgere ich daraus, gehört zur guten, da bin ich auch nicht alleine, gehört zur guten Schöpfung Gottes und was zur guten Schöpfung Gottes gehört, steht unter Gottes Segen, Genesis 1, 31. Siehe, es war sehr gut und dann könnten wir natürlich, das wäre jetzt großes weiteres Kapitel, fragen, was soll Kirche dann damit machen, welche Kompetenz und welche Aufgabe hat Kirche? Ich meine, Kirche hat eine, gerade eine missionarische Kirche, die das Evangelium in die Welt tragen will, hat zuallererst die Aufgabe, Gottes Gutheißung, Gottes Segen weiterzusagen, erfahrbar zu machen, lebbar zu machen. Und dann sehen Sie darunter, da habe ich jetzt gar nicht mehr unterschieden, homosexuell oder heterosexuell oder anders, sondern habe eine beziehungsethische Geschlechteranthropologie hier aufgesetzt. Der Mensch ist ein Beziehungswesen und ich bin der Überzeugung, dass das, was dort jetzt in dieser langgezogenen Zeile steht, dass sich das wirklich auch auf die biblischen Referenzstellen gut beziehen lässt. Der Mensch ist ein Beziehungswesen, er braucht und sucht Liebe und Bindung und drückt dies auch erotisch aus. Das können wir eben aus Genesis 2,24. Darum bindet sich der Mann an seine Frau und sie werden ein Fleisch sehr schön ablesen. Sexualität hat viele Dimensionen. Biologische Fruchtbarkeit ist eine davon, nicht die einzige und für manche Paare eben auch gar keine Option, übrigens auch für manche heterosexuellen Paare. Sexualität ist ethisch legitim, sofern Integrität und Freiheit des Sexualpartners geachtet werden. Sie sehen an dieser Formulierung, dass es natürlich keine Option ist, jetzt alles gleichermaßen gut zu heißen, sondern dass es Kriterien braucht. Und zwar dieselben Kriterien, die wir auch legitimerweise an eine heterosexuelle Partnerschaft anlegen würden. Und da sind einfach Integrität und Freiheit und Ebenbürtigkeit und Verbindlichkeit sind die Kriterien, die sicher hohen Konsens finden würden. Gesellschaften können solche verbindlichen Paarbeziehungen institutionell ordnen und Kirchen können sie rituell begleiten. Da habe ich es jetzt mal sehr offen gelassen. Wir haben in unseren Schwesterkonfessionen, also in der altkatholischen Kirche beispielsweise, die uns ja sehr, sehr nah ist, und in vielen evangelischen Konfessionen entweder beides oder das eine vom anderen oder eine Entwicklung hin von Segen zu Trauung. Aber wir haben überall liturgische Begleitungen, also überall außer in der römisch-katholischen Kirche, in der westlichen Christenheit, Rituale, die Lebenspartnerschaften, die den Beginn einer verbindlichen Lebenspartnerschaft auch rituell begleiten. Letzte Folie schließt den Bogen zum Anfang. Was passiert eigentlich? Ich meine, wir haben in dieser Entwicklung und auch in dieser römisch-katholischen Engführung, die ich meine Wahrnehmung zu können, von denen ich Ihnen gerade erzählt habe oder die ich Ihnen gerade interpretativ gezeigt habe. Wir haben dort eigentlich einen Rückfall hinter das, was im Zweiten Vatikanischen Konzil an Möglichkeiten angelegt worden ist. Wenn wir die Geschlechteranthropologie des Katechismus und die Sexualethik des Katechismus anschauen, dann haben wir einen ganz starken Akzent auf einer Ethik der Zeugung, also auf einer Ableitung legitimer Sexualität von der Möglichkeit, Kinder zu zeugen, und zwar ohne Verhütung und in jedem eigenständigen, intimen Akt. Das Zweite Vatikanum hatte die Möglichkeit aufgeworfen durch das neu hinzugenommene Gut der Partnerschaft, also des Wohlergehens des Beziehungslebens, hat die Möglichkeit aufgeworfen, Sexualethik und auch das Verständnis von Ehe von der Beziehung her stark zu machen und besonders den Beziehungsaspekt herauszustellen.
Und wir haben auch das Potenzial, das haben wir übrigens sogar liturgisch schon, das Bonum Prolis, also die Elternschaft, zu weiten und nicht nur auf eine biologische Fruchtbarkeit zu beziehen, sondern auch auf eine soziale Fruchtbarkeit. Das ist zum Beispiel dann der Fall, also steht dann in den Rubriken, wenn ein Paar vor den Traualtar tritt, ein heterosexuelles Paar, in dem zumindest die Frau über die Menopause hinaus ist und also irgendwie man es irgendwie merkwürdig finden würde, wenn man dort jetzt noch um Fruchtbarkeit beten würde oder so. Und dann kann man das weglassen. Also wir haben auch schon liturgisch die Option, diese beiden Pole, Elternschaft und Partnerschaft, unterschiedlich zu gewichten und die Elternschaft sogar sozial zu weiten und nicht nur auf eine biologische Fruchtbarkeit zu führen. Dieses Moment, Stärkung des partnerschaftlichen Momentes und Entfaltung von Ehe und Sexualität von der Beziehung her und nicht von der Fruchtbarkeit her, ist eben, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, etwas, was sehr auf der Linie auch der gesellschaftlich-kulturellen Entwicklung liegt, was wir auf der ganzen Welt sehen, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, aber in der Richtung doch sehr, sehr eindeutig. An dieser Stelle mache ich einen Punkt.